Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Bundespolizei speichert Einsatzaufnahmen sogenannter Bodycams, die am Körper getragen werden, auf Servern des US-Internetkonzerns Amazon. Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der FDP hervor, über die zuerst die Neue Osnabrücker Zeitung berichtete. Nach Angaben der Bundespolizei gibt es derzeit keine andere geeignete Speichermöglichkeit. Politiker von FDP und Grünen äußerten Datenschutzbedenken. Dagegen sah das Innenministerium keine Sicherheitsrisiken. Einsatz am Hauptbahnhof mit Kameras. Bundespolizisten werden schrittweise mit solchen Bodycams ausgestattet. Bis Ende nächsten Jahres flächendeckend. Daten wie Aufnahmen von Bürgern werden auf Servern in Frankfurt am Main gespeichert. Doch diese Server gehören dem amerikanischen Internetgiganten Amazon. Kritik von der FDP. Die große Gefahr aus unserer Sicht ist, dass eben auch US-Nachrichtendienste und US-Behörden Zugriff erhalten auf diese vertraulichen Informationen, auf Bilder, Daten deutscher Bürgerinnen und Bürger. Die Bodycam-Daten der Bundespolizisten werden zunächst verschlüsselt und erst dann auf dem Amazon-Server abgespeichert. Von dort aus können sie von der Bundespolizei abgerufen und entschlüsselt werden. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat das Speichern auf den Amazon-Servern genehmigt. Ein Sprecher des Bundesinnenministers ergänzt: Bei der Nutzung der Cloud-Lösung von Amazon Web Services zur Speicherung von Daten, die die Bundespolizei mit Bodycams erhebt, werden die deutschen Datenschutzstandards eingehalten. Zwar hat auch der Bund eigene Server, doch das Abspeichern von Daten, die beim Einsatz der Bodycams gesammelt werden, erfordert besondere technische Anforderungen. Derzeit zu hoch für die Server des Bundes, so IT-Experten. Ich denke aber auch, dass wir gucken sollten, ob es nicht eine IT-Infrastruktur des Bundes geben sollte, auf dem solche sensiblen Daten dann gespeichert werden und wir nicht auf externe Dienstleister zurückgreifen müssen. IT-Sicherheit made in Germany? Von wegen. Deutschland ist auf die Server eines US-Unternehmens angewiesen. Wann die Bodycam-Daten der Bundespolizei möglicherweise auf den Servern des Bundes gespeichert werden könnten, derzeit völlig unklar. Die Türkei steht wegen des Umgangs mit ausländischen Journalisten erneut in der Kritik. Zahlreiche Korrespondenten haben keine neue Arbeitserlaubnis erhalten. Diese ist in der Regel zugleich die Voraussetzung für die Erteilung einer Aufenthaltsgenehmigung. Betroffen sind auch Reporter deutscher Medien, unter anderem von ZDF und Tagesspiegel. Gründe seien nicht genannt worden, heißt es. Das Auswärtige Amt hatte gestern gegen die türkische Entscheidung protestiert. Rechts im Bild ZDF-Korrespondent Jörg Brase und Tagesspiegel-Korrespondent Thomas Seibert am Donnerstag in Istanbul. Sie wollen mit Kollegen an einer Pressekonferenz eines EU-Kommissars und des türkischen Finanzministers teilnehmen. Weil sie keine Pressekarte für das Jahr 2019 haben, verwehren türkische Sicherheitskräfte den Zugang. Der türkische Finanzminister Albayrak erklärt: Manche Akkreditierungen werden nicht erneuert, manche werden anders gehandhabt. Jörg Brase, der keine Akkreditierung mehr bekommen soll, berichtet seit dem vergangenen Jahr aus der Türkei für das ZDF. Thomas Seibert, der für den Tagesspiegel als Nahostanalyst schreibt, war 22 Jahre lang in der Türkei ununterbrochen akkreditiert. Jetzt nicht mehr. Matthias Müller von Blumenkron, Chefredakteur des vor allem in Berlin gelesenen Tagesspiegels, sagt, Seibert habe immer kritisch, aber fair berichtet. Es gab bisher keine Beanstandung. Es trifft mit dem Tagesspiegel ein besonderes Medium. Wir sind die führende Tageszeitung in der deutschen Stadt mit der größten türkischen Community. Und denen geht jetzt eine wichtige Stimme verloren. Auch Halil Gülbeyaz, freier Mitarbeiter des NDR und seit 12 Jahren in der Türkei akkreditiert, erfährt gestern in Berlin, dass er keine Pressekarte bekommt. Ich habe überwiegend Menschenrechtsbrüche in der Türkei oder Pressefreiheit thematisiert in meinen Filmen. Für die ARD vor allem, aber auch für Arte politische Hintergründe in der Türkei gedreht. Das könnte die Ursache gewesen sein. Mustafa Yeneroğlu, Abgeordneter der Erdogan-Partei AKP, erklärt der ARD gegenüber schriftlich, der Entzug der Akkreditierung schade dem Ansehen der Türkei. Er hoffe, dass die Entscheidung bald berichtigt wird.
US-Präsident Trump hat beim Jahrestreffen der amerikanischen Konservativen seine Anhänger auf den kommenden Präsidentschaftswahlkampf eingeschworen. An der CPAC-Konferenz nehmen die wichtigsten Geldgeber, Organisationen und Aktivisten teil. Die Veranstaltung gilt als inoffizieller Wahlkampfauftakt der Republikaner. Es wird erwartet, dass Trump eine zweite Amtszeit anstrebt, auch wenn er seine Kandidatur noch nicht offiziell erklärt hat. Präsident Trump wird bei der CPAC-Konferenz gefeiert wie ein Popstar. Und er nutzt die Bühne minutenlang, um die Glaubwürdigkeit von Sonderermittler Mueller in Frage zu stellen. Dieser untersucht, ob Trumps Wahlkampfteam geheime Absprachen mit Russland getroffen hat. Mallers Abschlussbericht wird in Kürze erwartet. Sie kämpfen so hart in dieser Hexenjagd, in dieser verlogenen Sache. Es sieht so aus, als würde das Ding sterben. Sie haben nichts in der Hand mit Russland. Es gibt keine geheime Absprache. Wegen der Ermittlungen in der sogenannten Russland-Affäre, den Betrugs- und Rassismusvorwürfen seines ehemaligen Anwalts und dem ergebnislosen Gipfeltreffen mit Kim Jong-un gilt der Präsident als politisch angeschlagen. Viele Unterstützer versammeln sich jetzt erst recht hinter ihm. Die Medien versuchen, im Müll des Lebens von Präsident Trump zu wühlen. Aber wie die meisten Amerikaner bin ich eher um die Zukunft unseres Landes besorgt als um die Vergangenheit. Ich liebe, dass er ehrlich zum amerikanischen Volk ist. Er beschönigt nichts und sein Selbstvertrauen ist fantastisch, wenn es um Außenpolitik geht. Ich schätze einen Mann, der bereit ist, für Amerika und seine Werte einzutreten. Viele Teilnehmer hier fiebern bereits Trumps nächster Präsidentschaftskandidatur entgegen. Der Präsident steht innen- und außenpolitisch unter großem Druck. Doch seine Unterstützerbasis hält Trump weiter die Treue. Mehr als 80% der republikanischen Wähler sind mit der Amtsführung des Präsidenten zufrieden. 30 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer sind die wirtschaftlichen Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland noch immer deutlich vorhanden. Das ist das Ergebnis einer Studie des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle, die in der kommenden Woche veröffentlicht wird und der ARD bereits vorliegt. Besonders auffällig seien die Differenzen in der Produktivität, so die Autoren. Sie fordern ein Umdenken von Wirtschaft und Politik. Eine Entscheidung mit Seltenheitswert. Der japanische Konzern IHI verlegt seine Europazentrale von Baden-Württemberg nach Thüringen, also in den Osten. Ab sofort werden in Ichtershausen nicht mehr nur Turbolader produziert, sondern auch Entscheidungen getroffen. Ungewöhnlich, denn von den 500 größten deutschen Unternehmen haben 464 ihren Hauptsitz im Westen. Nur 36 liegen in Ostdeutschland. Ökonomen vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle sehen darin einen Grund für das Produktivitätsgefälle zwischen Ost und West. Ihre neue Deutschlandstudie belegt, der Osten erreicht nur gut 80% des Westniveaus. Auch, so die These des IWH, weil die falschen Arbeitsplätze subventioniert worden seien. Statt in der Fläche Niedriglohnbranchen zu fördern, müsse Politik in Ballungszentren investieren. Natürlich ist es hart zu sagen, wir müssen ein Stück weit die ländlichen Räume, zumindest einige ländliche Räume aufgeben. Auf der anderen Seite haben wir nur so eine Chance, tatsächlich diese Pro-Kopf-Einkommensunterschiede zwischen Ost und West irgendwann mal auszugleichen. Falsche oder richtige Arbeitsplätze, davon will der Ministerpräsident des Flächenlandes Sachsen-Anhalt nichts wissen. Ich kann ein Land politisch nur stabil halten, wenn ich an der Angleichung der Lebensverhältnisse arbeite. Und da kann ich nicht 80% einer gesamten Fläche und auch der Bevölkerung einfach aus dem Blick nehmen, aus der Förderung nehmen und mich nur auf die Oberzentren konzentrieren. Das, so die Kritik von Haseloff, widerspreche jedem demokratischen Grundgedanken. In Potsdam verhandeln Arbeitgeber und Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes der Länder weiter über einen Tarifvertrag. Dem Vernehmen nach haben die Arbeitgeber noch kein Angebot vorgelegt. Verdi und Beamtenbund fordern für die Beschäftigten monatlich 6% mehr Geld, mindestens aber ein Plus von 200 Euro. Sollten die Gespräche scheitern, ist der Weg zu Urabstimmungen und unbefristeten Streiks offen. Bundesarbeitsminister Heil will per Gesetz gegen Missstände in der Paketbranche vorgehen. Es sei beschämend, unter welchen Bedingungen Beschäftigte dort zum Teil arbeiten müssten, sagte der SPD-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ziel sei es, dass die weit verbreiteten Subunternehmen Sozialbeiträge für ihre Paketboten zahlten. Bei Verstößen sollten nicht die Subunternehmen, sondern die ursprünglichen Auftraggeber haften. Zuletzt hatte Verdi-Chef Bsirske von teils mafiösen Strukturen in der Branche gesprochen.
In Nürnberg sind in der Nacht bei einem Brand in einem Einfamilienhaus 5 Menschen ums Leben gekommen. Bei den Toten handelt es sich um eine Mutter und ihre 4 Kinder, so die Polizei. 4 weitere Angehörige wurden verletzt. Brandermittler sicherten im Tagesverlauf Spuren. Die Ursache für den Ausbruch des Feuers ist noch unklar. Der FC Schalke droht in den Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga zu rutschen. Die Mannschaft verlor zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf mit 0:4. Es war der schwerste Gang der Saison für Domenico Tedesco und die Mannschaft von Schalke 04. Der Weg zu den völlig frustrierten Fans nach dem desaströsen 0:4 zu Hause gegen Düsseldorf. Wut und Enttäuschung entluden sich minutenlang. In Rückstand geriet Schalke nach diesem Handspiel von Nastasic in der 35. Minute. Luke Bacchio verwandelte den fälligen Strafstoß zur Düsseldorfer 1:0 Pausenführung. In der zweiten Hälfte spielte nach ordentlichem Schalker Beginn nur noch die Fortuna. So traf Winterneuzugang David Kownacki nach 62 Minuten zum 0:2. Ehe nur 6 Minuten später Luke Bacchio Benito Rahman bediente, es folgte dieses Klasse-Tor zum 0:3. Auf Schalkes neuen Sportvorstand Jochen Schneider wartet viel Arbeit. Den Endstand besorgte 6 Minuten vor dem Ende erneut David Kownacki. Düsseldorf siegt 4:0 auf Schalke. Schalkes Trainer Tedesco schloss einen Rücktritt nach dem Spiel zwar aus, seine Zukunft aber bleibt ungewiss. Eintracht Frankfurt feiert gegen Hoffenheim einen dramatischen 3:2 Heimsieg und bleibt damit im Jahr 2019 ungeschlagen. Die Gastgeber gehen durch Kostic Freistoß in der 20. Minute in Führung. Rebic fälscht den Ball noch ab, aber der Treffer wird Philipp Kostic gutgeschrieben. Hoffenheim gleicht noch vor der Pause aus. Joel Linton trifft nach Vorarbeit von Soloy zum 1:1. Nach der Pause sind die Gäste lange Zeit die bessere Mannschaft. Die Führung ist dementsprechend verdient. Belfodil zum 1:2, 60. Minute. In der 65. sieht Hoffenheims Adams nach Foul an Allaire gelb-rot. Frankfurt ab diesem Zeitpunkt in Überzahl. In der 89. Minute kommt Frankfurt dann zum Ausgleich. Gacinovic legt auf, Allaire mit dem 2:2. Aber es folgen noch 6 Minuten Nachspielzeit. Und kurz vor dem Ende erzielt der eingewechselte Paciencia noch das 3:2 für Frankfurt. Knapp 50.000 Fans feiern ein Fußballspektakel und einen glücklichen Sieg für Eintracht Frankfurt. Die weiteren Ergebnisse: Leverkusen-Freiburg 2:0, Berlin-Mainz 2:1, Nürnberg-Leipzig 0:1. Im Spiel Mönchengladbach gegen München steht es kurz vor dem Ende 1:4. Bereits gestern gewann Augsburg gegen Dortmund mit 2:1. Morgen trifft dann noch Stuttgart auf Hannover und Wolfsburg empfängt Bremen. Die Tabelle: Dortmund noch 3 Punkte vor Verfolger München. Leipzig ist Dritter vor Mönchengladbach, Frankfurt und Leverkusen. Berlin auf Rang 8 vor Hoffenheim. In der zweiten Hälfte Düsseldorf auf Rang 11, dann Mainz, Freiburg, Schalke und Augsburg. In der Abstiegszone Stuttgart, Hannover und Nürnberg. Bei den nordischen Skiweltmeisterschaften im österreichischen Seefeld gewannen die nordischen Kombinierer Silber im Mannschaftswettbewerb. Nach dem Springen lagen Vinzenz Geiger, Erik Frenzel, Johannes Rützek und Fabian Riesler auf Platz 4, 41 Sekunden hinter den sprungbesten Österreichern. Der 4x5-Kilometer-Lauf dann hochspannend und durch Taktik geprägt. Die Entscheidung im Zielsprint: Gold für Norwegen, Silber für Deutschland und Bronze ging an die Gastgeber Österreich. Gold gab es in Seefeld für die deutschen Skispringer im Mixed-Wettbewerb. Katharina Althaus, Juliane Seifert, Markus Eisenbichler und Karl Geiger siegten bei der WM vor Österreich und Norwegen. Und hier die Lottozahlen: 38, 41, 42, 46, 48, 49, Superzahl 6. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 3. März. Tiefer Luftdruck bestimmt unser Wetter, es regnet aber nur wenig, in den Süden strömt milde Luft. Der Regen im Nordwesten zieht in der Nacht ostwärts, im Süden lockert es auf. Morgen regnet es im Norden und in der Mitte ab und an, dazu weht der Wind mitunter lebhaft, im Süden bleibt es meist trocken, ganz im Süden Lichtblicke. In der Nacht 9 bis minus 1 Grad, am Tag 8 Grad auf Sylt und 16 Grad im Markgräfler Land. Vorsicht, am Montag muss mit Sturmböen, vereinzelt auch mit orkanartigen Böen gerechnet werden. Dazu Regen, Schauer, kurze Gewitter und etwas Sonne. Auch am Dienstag ist es teilweise noch sehr windig, im Bergland Schneeschauer. Freundlicher Start in den Mittwoch, bevor sich von Westen Regen ausbreitet.
Um 23.15 Uhr hat Pina Atalay diese Tagesthemen für Sie. Trumps Heimspiel, warum die konservative Basis dem Präsidenten nichts übel nimmt und ungleiches Land, warum die Wirtschaft in Ostdeutschland weiter hinterherhinkt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.